Hallo zusammen. Schön, dass er Video anguckt. Ja, warum ich dieses Video mache, ist Ahrtal. Flutkatastrophe. Großes Ärger. Und den Leuten muss geholfen werden. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie ich es anders machen soll. Ich werde von jemand Videos nehmen, die bei mir schneiden und hochladen. Und war hier von Markus Wipper führt. Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn kennenlernen. Was ich allerdings sage, schaut die Videos nicht bei mir, schaut die bei ihm. Abonniert den auf Facebook. Schaut euch die Videos dort. Weil er kriegt dafür Geld. Er hat Werbung geschaltet, er kriegt dafür Geld. Dieses Geld fließt oder geht. Machst du vielleicht mal das auf? An die Kreissparkasse Ahrweiler. Geht ans Spendenkonto. So, wie er es verdient. Er hat jemand, er weiß selber gar nicht, wie es funktioniert. Er hat das gemacht, er hat das jemand übergeben. Er macht es für ihn. Er hat Werbung geschaltet in den Videos. Mit dieser Werbung verdient er Geld. Oder nicht er verdient Geld, sondern er verdient Geld für die Leute. Für das Spendenkonto. Er will davon nichts haben. Und spendet das so, wie es bei ihm ankommt, wird es gleich weitergeleitet. Er hat auch sein Mützchen, das haben wahrscheinlich viele mitgekriegt, gespendet. Er hat die Mütze gespendet, er hat nicht diese Aktion gemacht. Er hatte erst die Aktion gemacht, aber dann ist ja durch diesen Algorithmus von eBay, ist die Auktion ja rausgeflogen. Er hat das alles an die Kreissparkasse übergeben. Ich muss mal einfach von den Bildern losmachen. So, dann geht das einfacher. Er hat das alles der Kreissparkasse übergeben. Die macht auch die Aktion. Und die kriegt das Geld. Und er kriegt dann Bescheid, wenn das Geld da ist. Dann darf er den quasi überreichen. Er wird die Mütze überreichen. So. Ich werde die Videos von ihm nehmen, werde die schneiden, nicht beschneiden, sondern schneiden, werde zwischen den Videos, wenn das kleine Videos sind, werde ich immer dieses Bild hier einblenden, mit dem Hinweis, spendet da. Ich werde selber keine Werbung schalten auf meinen Kanal. Natürlich erhoffe ich mir, seid mir bitte nicht böse, aber da erhoffe ich mir, dass ein paar Leute mehr dazu kommen. Wenn ich diese paar Leute wenigstens dazu bekommen, dass sie bei ihm die Videos gucken. Dann habe ich schon ein bisschen was getan. Weil ich sitze hier quasi ein paar Meter Entfernung. Hier wohne ich. Und Moment. Da ist es. Mach mal eben so. Ganz schnell. Das sind 58 Kilometer. Luftlinie sind es vielleicht 40. Wir hier unten haben eigentlich nur Glück gehabt, dass wir von dem Scheiß nichts abgekriegt haben. Bei uns hätte das genauso enden können. Wir haben hier auch einen kleinen Bach. Der war 20 cm höher. Als er normal ist. Im Winter ist er teilweise, wenn die Frühjahr die Schneeschmelze ist, dann ist er noch höher. Dann ist er vielleicht nochmal 20 cm höher. Man kann aber noch immer locker an dem vorbeigehen, ohne dass er ausholt. Wenn der auf 4 Meter, 5 Meter angeschwollen wäre, hätte ich auch hier nasse Füße gekriegt. Also so viel zu dem Thema. Ich habe viel Glück gehabt, dass das nicht bei uns passiert ist, also in dieser Region quasi,
sondern das ist alles mehr, lass noch mal gucken. Hier so dieser Bereich hier, quasi hier dieses Tal ist überflutet worden. Ich kenne die Ecke, ich war hier oft genug, bin oft genug. Diese Straße hier bin ich oft genug lang gefahren mit der Abschleppwagen Richtung Bonn oder dann Richtung Köln, also zum Ruhrgebiet, Mönchengladbach etc. Ja, über Euskirchen. Hier hat es ja auch ganz, 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 ganz böse erwischt. Ja, auf jeden Fall kann ich nicht hier einfach sitzen. Sehen, wie andere Leute da umwühlen und tun und machen, und ich muss einfach was tun. Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Ich komme hier von zu Hause nicht weg. In 3 oder 4 Wochen sieht das anders aus. Dann werde ich so, je nachdem, wie die Schicht von meiner Tochter liegt, werde ich dann auch mal zwischendurch mal ein paar Tage dahin fahren. Ich werde garantiert dahin fahren. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich werde dahin fahren und ich werde helfen. Und wenn ich da nur Würstchen ausgebe oder Pommes ausgebe, egal. Auf jeden Fall werde ich was machen. Weil ich kann hier nicht sitzen. Ich gehe kaputt hier. Zwischendurch werden wir auch mal ganz kurz dahin fahren und zum Gucken. Das habe ich mir schon vorgenommen. Vielleicht diese oder nächste Woche, wie ich das schaffe. Also, er macht jeden Tag Videos ohne Ende. Und Live-Videos. Das sind also immer Live-Aufnahmen, die er gleich streamt. Auf Facebook. Eine andere Plattform hat er nicht. Deshalb ist er froh, wenn es auf anderen Plattformen wiedergegeben wird. Und er sagt auch in den Videos, jeder kann sie benutzen, jeder kann die Videos nehmen, jeder kann da was machen. Solange was bei rumkommt, ist er okay. Nur er mag es nicht, er möchte nicht, dass das Leute nehmen und dann ihr eigenes PayPal-Konto einblenden. Spendet hier. Nämlich auch so eine Sache. Ich finde es auch von ein paar größeren YouTubern, finde ich es auch eine Frechheit, sich dann als Held darstellen zu lassen. Guck mal, ich habe hier, ne, ich habe 5.000 Euro gespendet. 5.000 Euro von meinen Leuten. Ich habe dafür gesorgt. Ich könnte die, mit dem Knüppel könnte ich die jagen, ehrlich, ey. So Kanäle müssen wir alle gleich schließen. Wenn ihr spenden wollt, wenn ihr Geld habt, spendet hier, da ist es wichtig. Nicht bei mir, ich will kein Geld. Bei mir wird keine Werbung geschaltet und ich will auch kein Geld. Und wer mir Geld schickt, den schicke ich jetzt zurück. Der kriegt gleich dieses hier und sagt, da, fix hin. Kommt mir nicht so an, ich habe da keinen Bock zu. Naja, ist noch hier, der macht sich, steckt sich das Geld noch in die Taschen und so. Nee, 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 nee. Egal. Das wird laufen. Ich werde auch in der Zeit keine Spiele spielen. Ja, aber ich werde keine Aufnahmen machen, weil ich kann nicht hier aufnehmen und so tun, als wenn nichts ist. Natürlich spiele ich zwischendurch ein bisschen, aber nicht so viel. Man muss ja ein bisschen den Kopf freikriegen. Das wollte ich gesagt haben. Ich werde hinfahren. Wird aber noch mindestens 3 Wochen dauern, bis ich die Zeit dafür finde. Warum, weshalb, ist ja egal. Es ist halt so. Ende. Punkt. Spenden. Ihr könnt was tun. Wer was tun will, geht auf diese Seite. Markus Wipper führt. Ja. Abonniert den, gefällt mir, schaut die Videos an, da ist Werbung geschaltet, für die Werbung gibt es Geld, was den Flutopfern zugute kommt. Und schon macht Werbung überhaupt nichts aus. Glaubt es mir, wenn ihr wisst, dass dafür durch diese Werbung Leuten geholfen wird, tut die nicht mehr weh, dann nervt die auch nicht mehr. Und die ist auch nicht so lang, da sind nur meistens 3, 4, 5 Sekunden, dann ist die Werbung vorbei. Wenn ich damit nur 3 oder 4 Leute erreiche, die diesen Kanal abonnieren,
sich die Videos angucken und gefällt mir drücken. Dann haben wir alles gewonnen. Und dann habe ich alles gewonnen, was ich wollte. So. So viel dazu. Und ja, dann sage ich mal einfach Dankeschön. Danke für jeden, der dahin geht, Videos guckt und gefällt mir drückt. Button, ganz wichtig. Welchen ihr da rein, ist mir wurscht. Hauptsache ihr drückt und er kriegt 2 Cent für jeden Klick. Und die kommen den Flutopfern zugute. Vor allen Dingen, seid auf eins gefasst, er sagt die Wahrheit. Er schneidet die Videos nicht. Ich werde die auch nicht schneiden. Ich werde die 1 zu 1 übernehmen. Teilweise sind die aber so lang, dass man quasi, naja. Ja, hier zum Beispiel nur 10 Sekunden. 27 Sekunden. Einfach nur. Es ist ja kein Müll da. Das ist auch ganz wichtig. Das Video, das müsst ihr euch angucken. Hier mit dem. Da werdet ihr Sachen erfahren. Oh ja. Er schaltet die Kamera ein, geht live. Also er schaltet die Kamera ein und macht gleich Livestream. Das heißt, er kann noch nicht mal schneiden. Dann erfahrt ihr mal die Wahrheit. Die absolute Wahrheit. Knallharte Wahrheit. Da ist er, der Markus. So. Das reicht jetzt aber. Ihr solltet nur wissen, dass ich die Videos nicht einfach nehme und mich daran bereichere. Nein, das habe ich nicht vor. Ich will euch eigentlich dazu animieren. Geht auf die Seite von Markus. Abonniert die. Lasst ein Like da. Gefällt mir. Dann gebt da Geld für. Damit helft ihr den Flutopfern. Wer kein Geld hat, kann wenigstens so helfen. Wer nicht hinfahren kann, kann so helfen. Ich kann im Moment auch nicht. Ich werde irgendwann hinfahren, das weiß ich ganz genau. Vielleicht werde ich mal so ein Ding hier. Ich muss mal gucken. Ach ja, es gibt immer was zu tun. Es gibt da so viel zu tun. Und wenn ich hingehe und für die Leute tapeziere, ich kann tapezieren, ja. Ich kann auch Fenster anstreichen. Ich kann auch einen Nagel in der Wand hauen. Es gibt immer was zu tun. Weil ich denke mal, in 4 Monaten werden die Leute immer noch so gebraucht wie heute. Und je mehr da sind, umso besser. Oder sagen wir mal so, dann werden nicht mehr so viele da sein. Wenn die Schulferien zu Ende sind, haben so viele Leute keine Zeit mehr. Auch junge Leute, die jetzt helfen, die haben dann Schule, die können dann nicht mehr dahin. Dann werden wir sehen. Ich werde schon irgendwas finden, was ich da tun kann. Irgendwas findet sich immer. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tut was. Macht was, helft den Leuten. Wie auch immer. Und wenn ihr nur die Videos guckt und dafür 1 Cent generiert, der Cent, den brauchen die. Danke. Danke fürs Zuschauen und danke allen, die da sind, die jetzt schon da sind und die das alles machen schon seit 4 Wochen und wirklich oh, unter schlimmen Bedingungen. Mein Gott. Ja, guckt euch die Videos an. Guckt euch die Videos an, dann wisst ihr, was da los ist, was da wirklich los ist. Das ist die Wahrheit. Markus sagt auch, mir sagt er auch in den Videos immer wieder, er weiß nicht, wie lange dieser Kanal noch gibt, wie lange dieser Kanal noch steht. Also von offizieller Seite wird irgendwann das Ding zugemacht, weil er einfach das zeigt, was die nicht zeigen wollen. Egal. Tut mir einen Gefallen. Abonnieren. Nicht mich. Ihn. Das hier, das ist wichtig. Abonnieren. Videos gucken. Gefällt mir drunter klicken. Dann gibt es einen Cent dafür. 1 oder 2 Cent. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Das geht dahin und da wird das Geld gebraucht. Da ist es richtig. Und nirgendwo anders. Nicht irgendwelche dubiosen Spendenaufrufe oder von irgendwelchen YouTubern Spendenaufrufe. Ich traue denen nicht. Ich traue keinem Menschen. Ich traue nur mir. Genauso solltet ihr auch leben. Bis dahin wünsche ich euch was. Denkt drüber nach. Vielleicht könnt ihr auch was tun. Wenn es nur 1 Cent ist. Das ist 1 Cent, den die brauchen. Haut drin. Tschüss.